Das ist Proxima. Sie befindet sich gerade mitten im Studium und malt sich eine Zukunft als Hochschulprofessorin aus. Bisher hat sie noch keine Ahnung, welche Voraussetzungen sie dafür erfüllen muss. Aber das ist kein Problem, denn sie kennt eine Anlaufstelle, die sich mit den Fragen zum akademischen Werdegang befasst. Das Qualifikationsprogramm Next Gen der Hochschule Mittweida. Was Proxima zuerst benötigt, ist ein Gebiet, auf dem sie sich auskennt und forschen möchte. Die wichtigste Weiche dafür legt sie in ihrer Dissertation. Eine Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften setzt aber auch einschlägige Praxiserfahrung und Erfahrung in der Lehre voraus. Das sind allerhand Anforderungen an Proxima, auch aus Sicht der Hochschule. Insbesondere in jungen Fachgebieten ist es nämlich gar nicht so einfach, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Aus diesem Grund soll NextGen vielversprechende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern wie Proxima helfen, die erforderlichen Qualifikationen für eine Professur zu erreichen. Dazu bekommt sie einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt, kann ergänzende Workshops besuchen und sich in Peer-Group-Formaten mit anderen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern austauschen. Als Förderprojekt des BMBF endet NextGen im März 2027. Die etablierten Unterstützungsangebote sollen dann an der Hochschule Mittweida fest verankert sein. Proxima kann ihre akademische Laufbahn also entspannt angehen. NextGen steht für die nächste Generation der Hochschulprofessuren.